25. Juli 2017, zweiter Tag der Telekom-Netztour, die wir Gott sei Dank nicht Sommertour genannt haben, weil es regnet schon wieder. Hinter mir der Rhein, sehr passend, weil heute geht es ganz viel um Wasser. Wir besuchen gleich eine Werft, die hier in der Nähe von Bonn ist, in Niederkassel. Und diese Werft hat ein Schiff hergestellt, was auf dem Ammersee fährt, die MS Utting. Und was das Ganze mit Mobilfunk zu tun hat, das erklären wir euch in dem Themenvideo, was ja auch hier auf dem Kanal verlinkt ist. Wir sind gestern Abend hier in Bonn abgestiegen, ein ganz hübsches Städtchen. Kiki weist gerade den Geschäftsführer für das Interview ein. Er hat nur ganz kurz Zeit. Danach machen wir dann die Werksbesichtigung. Deshalb muss das jetzt hier schnell gehen. Das war unser Video. Markus, was machst du da gerade? Ich leg den Kiki trocken. Er ist jetzt durch den Dreh ganz nass geworden. Wir brauchen aber das für den zweiten Teil des Interviews, muss er wieder trocken sein. Das fällt sonst im Bild auf. So, schnäuz dich, Junge. Der Dreh an der Luxwerft ist fertig. Wir sind jetzt hier in Siegburg am Bahnhof. Wir werden uns jetzt mit ein paar bisschen Proviant eindecken. Und wir latschen wie immer durch den Regen. Wir sind jetzt unterwegs im ICE von Siegburg nach Ulm. Es ist jetzt genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Bahn ist tatsächlich unser rollendes Büro. Wir können hier jetzt in Ruhe mehrere Stunden lang arbeiten, Material sichten, auch Material, was wir teilweise gestern noch aufgenommen haben, und in Ruhe aufbereiten. Und das ist genau das, was wir uns gewünscht hatten, dass wir die Fahrzeit nutzen können, um zu arbeiten. Und deshalb an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an den Oliver Wassmann von der Bahn, der uns bei der Organisation der Reise hier immer unterstützt hat und geholfen hat. Ich hoffe, wir können uns irgendwann mal revanchieren. Wir haben gestern angekündigt, dass wir zum Abschluss der Reise unsere Blogger-Ausrüstung unter den Abonnenten des Kanals verlosen werden, die einen Vorschlag abgeben, was wir in Zukunft aus diesem Kanal zeigen wollen. Und seit gestern sind schon 50 Kommentare eingegangen, finde ich super. Kiki, was ist so der Tenor? Ja, also für mich persönlich ist vor allen Dingen überraschend, dass man sich wünscht, dass wir noch tiefer in die Technik einsteigen und auch in die IT einsteigen. Und ja, das sind ja Themen, die wir auch ständig diskutieren bei uns in der kleinen Mannschaft. Aber das ist natürlich nochmal ein ganz klares Votum dafür, dass wir das tun müssen. Macht weiter Vorschläge. Wie gesagt, jeder Vorschlag, der ernst gemeint ist und für uns als Ideengrundlage dienen kann, wird mit in die Verlosung aufgenommen. Ganz wichtig, wir machen es unter den Followern des Kanals, weil nur die können wir nachher anschreiben und dem Sieger dann auch bekannt geben. Wichtig nochmal der Hinweis, dass wir bis Freitagmittag, also gerne noch Themen einsammeln und froh sind über jeden Hinweis, der kommt. Aber dann ist für uns die Deadline halt gegeben und dann müssen wir halt... Genau, in der Tageszusammenfassung sozusagen am Freitag werden schauen, wir den dann Sieger oder die Siegerin dann prämieren, die dann schweren Herzens wir uns dann von dieser Ausrüstung dann trennen werden. Wir freuen uns auf eure Vorschläge.